Das Rennen um die Meisterschaft und auch der Abstiegskampf spitzen sich weiter zu in der Fußball-Bundesliga und das Ganze vor dem 32. und damit drittletzten Spieltag in dieser Saison. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Wusstet ihr das? Auch heute gibt es wieder drei spannende und kuriose Fakten von meiner Seite und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wer nach diesem Spieltag die Oberhand in der Tabelle behalten wird. Macht Schalke tatsächlich Dortmund zum Meister? Das ist die Frage, die über allem steht, und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Haut eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Wer wird Meister? Wer steigt ab? Ich bin wie immer sehr gespannt auf eure Meinung. Und ich starte gleich mit meinem ersten Fakt, und der bezieht sich auf den Rekordmeister, auf den aktuellen Tabellenführer, auf den Serienmeister, wie man ihn noch immer nennen möchte, nämlich auf den FC Bayern München. Und wusstet ihr, dass die Bayern nur eines der letzten 21 Bundesligaspiele gegen Aufsteiger verloren haben? Ja, das klingt jetzt erstmal gar nicht so kurios, aber die einzige Niederlage in der Rückschau auf diese 21 Partien, die gab es gegen den VfL Bochum. Und warum ist das interessant? Naja, damals war beim VfL Bochum Thomas Reis der Trainer. Und wo ist Thomas Reis jetzt Trainer? Richtig, bei Schalke 04. Und wer deswegen darauf wetten möchte, dass Schalke vielleicht in München 3 Punkte mitnimmt und damit Dortmund eine gute Lage bringt, die Meisterschaft zu gewinnen, dann gibt es dafür eine Quote von 19,0. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Fakt, und zwar zum tabellarischen Topspiel dieses Spieltages, nämlich zur Partie Union Berlin gegen Freiburg. Ja, Union Berlin seit 21 Bundesliga-Heimspielen schon ungeschlagen an der Alten Försterei. Ja, Freiburg ist nicht wirklich eine Mannschaft, die gegen die anderen Top-Teams bislang gut ausgesehen hat. Dennoch gibt es eine interessante Statistik, denn wusstet ihr, dass Freiburg nur in den letzten 11 Bundesliga-Partien nie ein Gegentor in der ersten Halbzeit kassiert hat. Also wirklich 11 erste Halbzeiten in Folge ohne Gegentreffer. Und das könnte auch diesmal wieder klappen, denn Union Berlin hat im Kalenderjahr 2023 erst 4 Treffer in den ersten 45 Minuten erzielen können. Auch das ist absoluter Tiefstwert in der Bundesliga. Und wer deshalb diese Statistik zum Anlass nehmen möchte, darauf zu wetten, dass Freiburg in der ersten Halbzeit gegen Union Berlin kein Gegentor kassiert, dann gibt es dafür eine Quote von 1,65. Und damit kommen wir schon zum dritten und damit letzten Fakt für das kommende Wochenende, für den 32. Spieltag. Und der bezieht sich auf die Personalie Serhou Guirassy, also jenen Stürmer vom VfB Stuttgart, den Lothar Matthäus sogar gerne im Bayern-Trikot sehen würde. Denn das brachte er letzte Woche mal ins Gespräch. Serhou Guirassy vielleicht als Billiglösung. Ist er besser oder gleich gut wie Kolo Muani? Ist er besser als Niklas Füllkrug? Welchen Bayern-Stürmer würdet ihr nächstes Jahr gerne in der Bundesliga sehen? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Haut die gerne mal in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Abo da. Darüber würde ich mich ebenfalls sehr, sehr freuen. Und wusstet ihr, dass die 9 Saisontore von Guirassy in der laufenden Saison schon für 11 Punkte gereicht haben für den VfB Stuttgart? Also 9 Saisontore haben zu 11 Punkten geführt für den VfB Stuttgart. Und wenn ihr glaubt, dass Serhou Guirassy jetzt auch gegen Leverkusen am Sonntag ein Tor erzielen wird, dann gibt es dafür eine Quote von 2,75. Abschließend gibt es natürlich noch wieder den Hinweis von mir. Wir haben den Bundesligaspieltag, den Zweitligaspieltag und auch die dritte Liga plus den internationalen Fußball für euch wieder sehr ausführlich vorbereitet. Ganz, ganz viele Spiele analysiert, mit Tipps versehen, und all das könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal gerne nachsehen. Denkt dran, Abo dalassen oder auf wettbasis-de Instagram folgen oder natürlich unsere Homepage besuchen, wettbasis.com, denn dort haben wir natürlich auch noch viele andere Highlights, wie die NBA-Playoffs, die NHL-Playoffs, die anstehende Eishockey-Weltmeisterschaft, das ATP und WTA Masters in Rom und natürlich den ESC, der am kommenden Wochenende ansteht. Deswegen schaut da gerne mal rein, und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, viel Erfolg bei euren Tipps und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.